Sie ist es hier in Brüssel gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen. Aber wer unterstützt eigentlich noch ihre Politik und wird sie schwächer oder mächtiger in Europa? Das Neue ist, Merkel ist nun eine Art Dreh- und Angelpunkt in Europa. Sie ist im Zentrum der Aufmerksamkeit und sie steht im Zentrum der Hoffnung derjenigen, die den Populismus bekämpfen wollen. Aber ich denke, sie hat immer noch Freunde in vielen EU-Staaten. Schweden gilt als verlässlicher Partner. Stefan Löfven, sozialdemokratischer Ministerpräsident, unterstützte vor allem in der Flüchtlingspolitik die deutsche Position nach einer gerechteren Verteilung von Flüchtlingen. Doch ein politisches Schwergewicht ist Schweden nicht. Auch deshalb wird es schwierig auf europäischer Ebene. Polen hat bereits eine rechtspopulistische Regierung und in den früher proeuropäischen Niederlanden könnten ebenfalls Rechtspopulisten stärkste Partei werden. Berechenbar bleibt der Spanier Mariano Rajoy. Der Konservative zeigte sich bereits in der Eurokrise loyal gegenüber Deutschland, setzte auf unpopuläre Sparpolitik. Doch neuerdings steht er einer Minderheitsregierung vor, ist auf die Opposition angewiesen, ein wackeliger Partner. Ungarns Staatschef Orbán und Chefpopulist in der EU, er gibt seinem Land einfache Lösungen, antwortet mit Zäunen auf Angst vor Migranten, Angst vor Globalisierung. Was machen die Etablierten falsch? Es gibt echte Unterschiede zwischen dem rechten und linken Lager. Und wir sollten diese auf keinen Fall leugnen und so tun, als gäbe es nur Demokraten und Antidemokraten. Das führt dazu, dass viele denken, die Eliten tun sich zusammen gegen die Mehrheit, gegen die echten Menschen. Wozu dies führen kann, wir wissen es. Ein Nein zu Europa. Was hat Theresa May nun vor? Großbritannien, bislang politisches Schwergewicht in der Runde der 28 und trotz aller Querschüsse ein gewichtiger Gefährte Deutschlands am europäischen Tisch, vor allem in Wirtschaftsfragen. People feel that traditional values, such as patriotism, die Menschen haben das Gefühl, dass traditionelle Werte wie Patriotismus, Glaube, Autorität systematisch missachtet wurden von den Eliten und dass politische Korrektheit zu weit gedacht wurde. Marine Le Pen hat unter anderem auch Erfolg, weil viele einfach einen härteren Umgang mit Kriminellen wünschen. Marine Le Pen, because they feel that criminals should be acted upon more toughly. Falls der konservative Kandidat in Frankreich gewinnen würde, François Fillon, könnte Angela Merkel ein wenig aufatmen, zumindest was Europa angeht. Fillon ist Wirtschaftsliberaler und setzt auf die deutsch-französische Partnerschaft als Stabilitätsanker in Europa. Eine weitere Amtszeit würde für die Bundeskanzlerin auf jeden Fall ein politisches Abenteuer bedeuten. Auf europäischer Ebene allemal.